Klingt jetzt ganz überzeugend, aber mir hast du eine bessere Geschichte? Mara brachte uns die Magie. Sie befreite die Magie aus ihren Fesseln. Und alle Wesen konnten diese Kraft benutzen, diese Sternenkraft. Für diesen Frevel verbannte sie Praius allerdings an das Himmelszelt, um auf ewig ihren Frevel zu betrachten. So entstand die Magie, nicht anders. Aber wenn sie doch frei ist, warum zwingt euer Tabura sie dann in eine Form? Gute Frage, gute Frage. Warum müsst ihr sie mit Wedeln und mit Sprüchen und mit euren seltsamen Zauberbüchern dazu zwingen, zu tun, was ihr Magie ist wollt? eine Wissenschaft. Sie erfordert konkrete Formen und Disziplin. Nein, Magie ist die Dienerschaft. Dienerschaft an den Elementen. Was für ein Naja, für Blödsinn. euch natürlich. Ihr müsst das natürlich sehen, dass die Gildenmagie mehr Spielarten der Magie als nur Elementarmagie kennt. Denkt ihr nicht auch, dass es seltsam ist, dass nur wenige von eurem Volk das Mandra beherrschen? Dass der Wieso Rest, seltsam? dass Ich der Rest finde, schon wie immer so. ein Könnte an Regen dieser Stelle angebrochen. eine weitere Geschichte einflechten, dass wir, die Menschen, die Magie nicht von Mada bekommen haben, sondern von den Bashuriden. Was soll denn das schon wieder sein? Gute Frage. Ein Berg, Ban Bashur und das erwählte Volk der Mada, die sich dann mit den Menschen fortgepflanzt haben. Das dritte Auge auf der Stirn. Sagt euch etwas? Ja, man sagt dem Horas so etwas nach. Ja, sowas in der Richtung habe ich schon mal gesehen. Ja, man sagt, ihr hattet mit ihm Kontakt, oder? Also, Raphim. Kontakt, jetzt ein bisschen weit, ne? Vielleicht habe ich auch da irgendwie, du weißt ja, ne? Manchmal bin ich ja nicht so ganz da. Aber der Junge hat ein drittes Auge. Was ich sagen möchte, ist, dass es viele Geschichten gibt über die Magie, woher sie kommt, und wir wissen, dass wir nichts wissen. Es gibt keine gesicherten Quellen darüber, wie wir dazu gekommen sind. Naja, also wir haben natürlich schon unsere Literatur, nein, des Götteralters und so weiter. Die wann entstand? Nach den dunklen Zeiten. Ja, nicht viel ist erhalten geblieben aus den dunklen Zeiten oder der Zeit davor. Das ist ja auch schon sehr lange her in menschlichen Maßstäben. Ich habe Bibliotheken aus Tokumisoro gesehen oder den anderen Städten, die es dort gibt, die weit, weit in die Vergangenheit reichen. Mehrere Jahrtausende. Noch älter als die Zwerge. Oh, das ist beeindruckend. Das ist beeindruckend. Lasst mich, wie gesagt, euch versichern, dass es keine gesicherten Aufzeichnungen zu gar nichts gibt und dass wir hier im Jetzt leben und nur das wichtig ist. Vor uns liegen die schwarzen Lande und diese gilt es aufzuhalten. Da habt ihr wohl recht. Ach, manchmal verzetteln wir uns in solchen Theorien. Aber, nun gut. Nun, wohin führt uns nun unser Weg? Nun, wenn ich den Wegweiser richtig deute und einfach mal die durchgestrichenen Sachen ignoriere, dann führt es uns zunächst einmal nach Norden, nach Pulet. Von dort aus können wir wieder überlegen, wohin wir wollen. Aber wenn ihr schon beschlossen habt, dass ihr erst einmal zu Dergel vorstoßen wollt und dann entweder die Höhle oder dann die Brücke benutzen wollt, müssen wir so oder so nicht nur nach Pulet, sondern auch nach Perz. Drachenland. Wo ist denn nun schon wieder Perz? Weiter im Norden von hier. Dann lass uns doch aufbrechen. Eure Magie-Diskussion könnte ja noch auf den Weg führen, oder nicht? Ach, ich habe genug diskutiert fürs Erste. Also, Boltax, ich finde, ihr habt das mit am überzeugendsten formuliert, muss ich ja zugeben. Ja, danke, danke. Also, das ist das, was mich mein Lehrer gelehrt hat, und der hat es von seinem Lehrer bekommen und wiederum. Ja, so könnt ihr wieder aufbrechen. Rafim, was meint ihr damit, dass ihr jemanden gesehen habt, der ein drittes Auge hatte? Ja,
also, ihr müsst wissen, wir sind in Aranien rumgelaufen und da war da so eine... Och, aber mir, wie hießen die denn auch mal? Diese komischen, miesen Ratten da mit diesen, die zaubern konnten. Keine Hexen, sondern die anderen da von dieser Schule. Druiden? Nein, Schule der ist irgendwas. Der Schmerzen. Schule der Schmerzen, genau. Aber so eine Magierin. Magierin, Magier? Ich glaube Magierin, aber nagelt mich nicht drauf fest. Und die hatte so ein komisches Messer dabei und damit hat die mich fast umgebracht. Was ich danach nicht so gut aufgenommen habe, aber das ist nicht das Problem. Und irgendwie schneidet dir das Messer in die Leibeskraft oder so. Irgendwie, das macht dich auf jeden Fall total kaputt. Und dann sind wir erstmal wieder noch ein bisschen rumgereist und dann sind wir in... Boah, wie heißt denn nochmal die Hauptstadt von diesen Leuten? Zorgan. Zorgan! Aber mir? Sehr gut, sehr gut. Wir machen das hier zusammen. Wir sind dann in Zorgan rumgelaufen und dann haben wir die Frau da getroffen, die da Königin ist oder sowas. Wie sie heißt, weiß ich nicht mehr. Die Fürstin Sibir von Aranien. Sie, richtig. Sibir, die Gute. Und ja, und dann war da noch ihr Pereine-Geweihter vor Ort, der wie auch immer hieß. Das aber war super. Nicht ihr Pereine-Geweihter, ich glaube, das war... Der Hochgeweihte der Pereine-Kirche, wie auch immer er heißen mag, ist ein super netter junger Mann. Ein bisschen klein, aber sonst super. Und der hat ein drittes Auge. Ein richtiges drittes Auge? Also, offen oder geschlossen? Also nicht immer. Also er hat irgendwie so gebetet und dann hat er seine Hände bewegt und dann hat er noch ein bisschen mehr gebetet und hat er viele Sachen erzählt und dann war sein drittes Auge auf und hat mich angeguckt. Das würde die Sache zumindest um einiges vereinfachen. Wie hieß dieser Mann? Junge? Ach, geht einfach mal nach Zorgan hin und fragt nach dem heiligen Kind der Pereine und dann sagen die euch schon, das ist der junge Mann, der da vorne sitzt. Aber ich muss euch vorwarnen, der hat eine Menge Wachen. Weil irgendwie hat irgendjemand fast seine ganze Familie umgebracht, weil sie blöde Ratten sind oder... Keine Ahnung, da haben sich Leute umgebracht. Ich habe da nicht mehr zugehört. Ja, mit also den Dienern hatte ich auch schon zu viel zu tun. Ich würde da vorsichtig sein. Nicht, dass man euch irgendwie absticht oder sowas. Ich weiß nicht, ob die das könnten, aber vorsichtig sein. Aber mir wisst ihr, wie der Junge hieß? Preisop? Er hatte einen merkwürdigen Vornamen. Preisopos? Nein, ich glaube, er hieß Preisop. Aber sein Vornamen klang überhaupt nicht derisch oder aventurisch. Und der Nachname auch nicht. Preisopos ist ein Horashaus im. Also, es sind. Drücke ich das aus? Im Güldenland gibt es so etwas wie das Haus Gareth, also. Das Mittelreich oder das Horasreich. Es gibt dort Staaten, die so groß sind wie Aventurien. Und das Haus Freisoppos verfügt über viel Macht. Ach, ihr meint, also dieser Junge ist ein Nachfahre eines Myraniers? Wenn er ein drittes Auge auf der Stirn hat, dann kommt er definitiv nach den Baschuriden. Also... Haben alle Baschuriden und ihre Erben ein drittes Auge? Ich werde mich mal mit ihm verständigen müssen. Wenn wir die Splitter von Borborat vernichten wollen, dann ist er unser Weg. Dann müssen wir gar nicht aufbrechen zurück ins Güldenland. Man sagte dem ersten Horas auch nach, dass er ein drittes Auge besaß. Ja, das hat hier. Jalan hatte. Ukurian-Funke? Ukurian-Funke? Irgendwie so hieß das. Der Ukuri-Funke. Ja, genau. Genau, das hatte ich ja gesagt. Ja. Aber der Junge ist ein Heiliger von Pereine. Also, glaube aber schon lange. Also seine Familie, das ist irgendwie so eine Tradition, wie ich das verstanden habe. Also seine Familie stellt immer den Hochgeweihten der Pereine-Kirche. Das ist so ein Erbding, glaube ich. Dann ist es, glaube ich, wichtig, dass die Diener des Rattenkindes ihn nicht töten. Wie gesagt, wenn wir die Splitter vernichten wollen, und damit meine ich wirklich und wahrhaftig vernichten wollen, dann ist nur ein eher Mühe unser Weg dorthin. Ja gut, dann müssen wir ihn nicht in den Vulkan werfen. Das ist doch schon mal positiv. Das wäre jetzt unsere Idee gewesen, wie man sie vernichtet. Nein, nein, Vulkane sind nicht die Lösung. Es ist ein Angrosch.
Heiligtum, also. Wir können ihn ja mal fragen, wenn wir wieder da vorbeikommen. Der Junge hat bestimmt Zeit, der ist super nett. Boltax, wusstet ihr, dass Vulkane den Eingang in eine andere Sphäre bereiten? In eine andere Sphäre? Nein, erzählt mir mehr. Das ist ja furchtbar spannend. Ja, wenn ihr wüsstet. Ein paar Freunde von mir haben sich von Monaden, ich glaube, ihr würdet sie Zyklopen nennen, haben sich in einen Vulkan werfen lassen und sind dann in eine Hohlwelt gereist. Aber das sind andere Dinge, die ich gerne mit euch bespreche. Oh, sehr gerne, sehr gerne. Das klingt ja... alles, was Zyklopen angeht, sie sind ja auch eines der Völker, die Angorsch geschaffen hat. Immer furchtbar interessant. Ich glaube, wir sollten allerdings uns jetzt erstmal auf Pulet vorbereiten, denn wenn ich das richtig sehe, dann sind wir da. Vor euch könnt ihr rauchende Trümmer sehen. Direkt vor dem Eingang könnt ihr ja den Eingang der Stadt sehen. Hier viele aufgeschaufelte Boronräder, Gräber und davor stehend dann Boronräder. Viele sind wohl auch noch nicht wirklich belegt, aber die verbrannten Leichen von Soldaten könnt ihr trotzdem erkennen. Teilweise gehören sie zu Ingrims Hammer, teilweise zur Goldenen Lanze. Ihr könnt verbrannte Pferdekadaver erkennen und einige Soldaten sind dann wohl auch an die Häuser, an Bohrenräder angenagelt worden. Und ihr erkennt Spuren zu etwas, das nicht pferdisch aussieht. Pferdensucher. Ja. Warum ist da überall Klugheit drin? Wow, THW von 12, ne? Ich hab einen von 10. Warum ist da überall Klugheit drin? Voltax, du erkennst Tatzelwürmer. Oh! Ah, Drax! Ist Tatzelwürmer, diese stinke Drachen. Ah! Die sind jetzt hier? Na toll. Selbst Avelmir ist besser was, als. Was ich. Genau soll das sein? Hast du Tatzelwürmer nicht so eine Art Drachenviecher? Ja, stinke Drachen. Furchtbar. Es sind Aussehen. Auf jeden Fall geschuppte. Und sie stinken ganz übel. Ja, wir müssen die töten. Ich denke nicht, dass es notwendig ist, sie zu töten. Wir können sicherlich aus ihrem Weg ausweichen. Aber was machen Tatzelwürmer hier? Nun, ihr sprach doch von einer Höhle, in der jetzt irgendeiner eurer Götter lebt. Vielleicht hat er sie aus ihrer Heimat vertrieben. Dario, so schlechten oder sensiblen Geruchssinn? Ich habe sensiblen Geruchssinn. Ich warte nur darauf, dass er triggert. Ja, triggert. Eigentlich permanent aktuell. Also jetzt gerade ab diesem Ort, gerade ab Pulet. Wir sollten wohl... Ihr sagt, es kommt einer von euren Orten entlang des Weges? Was? Wir sollten vielleicht drumherum gehen. Nein, da ist ein Drache. Wir müssen den Drachen töten. Wir sind zum Drachentöten in die Wildermark gekommen. Drachen, Plural. Ja. Seid ihr nicht hier, um gegen den großen Verderber vorzugehen? Ja, aber man muss ja klein anfangen. Was ist ein einzelner Tatzel, wo man Wegesrand für euch? Nun, Menschen. Was gibt es dort für euch zu holen, außer Blut und Tod? Wir sind nicht wie ihr. Wir begraben unsere Toten. Ist es wirklich wert, dafür zu sterben? Für jemanden, der bereits zurückgegangen ist? Wollt ihr euch wirklich deshalb dort hineinbegeben? Tatzelwürmer können sehr aggressiv werden, wenn sie außerhalb ihrer Höhlen angetroffen werden. Dann bringen wir die alle um. Was ist damit gewonnen? Selbst wenn ihr alle überlebt, seid ihr hinterher sicherlich geschwächt. Und wofür? Für nichts. Dafür, dass die hier gestorben sind, in Borons Reich einkehren können. Sagt mal, ihr erinnert euch doch sicher noch an unsere letzte Begegnung mit Tatzelwürmern, oder? Hat nicht diese eine komische Frau da auf einem Tatzelwurm gesessen? Richtig, vor der Schlacht von Werheim. Aber die hat das doch sogar überlebt, oder nicht? Ja, wenn sie nicht am Wundbrand gestorben ist. Was wir nur alle hoffen können. Nun ja, aber sie hatten ja mehrere Tatzelwürmer dabei. Zwei, glaube ich, oder? Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Mindestens zwei, ja. Ja, zwei, glaube ich. Aber ja. Ja, aber die müssen wir eh umbringen. Dann trifft sich das so gut.
Und warum müsst ihr denn diese Frau jetzt umbringen? Sie reitet einen Drachen. Das kann keine gute Frau sein. Das ist doch wohl offensichtlich. Ja, sie ist eine böse Frau. Paktiererin, richtig? Eine Verbreiterin des Dasa. Seid ihr euch dort sicher? Ja. Nämlich? Sie reitet auf Drachen. Warte kurz. Warum habe ich den Sensibar nicht? Okay, egal. Mach mal einen Überzeugen. Überzeugen? Erschwert ich glaube, 5 für Mensch und 11. Wenn du nicht Bardock bist, sogar 7. Dann 7. Ich war das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, nicht Bardock. Auch wenn Bardock natürlich eine Skala ist. Kann dir noch eine Skala einbinden, technisch gesehen ist jeder 11, sobald er aus dem Licht heraustritt, Bardock. Also. Ich habe plus 7 hätte ich eingeben müssen. Aber ja, dann ziehen wir 14 Sternchen ab von deinen 22. Ja. Wäre aber trotzdem geschafft. Dann sind's noch, wie viel? 7? Ja. Und wir können uns die Sache ansehen und wenn sie wirklich zu diesen Verbreitern gehört, ist es vielleicht besser, sie aus dieser Welt zu nehmen. Jetzt denkt ihr wie ein richtiger Zwerg, Aber können wir jetzt uns erstmal um die geschändeten Personen kümmern und die begraben? Ich glaube, Abelmir hat da recht. Wir sollten das erstmal machen. Das wäre eine gute Tat. Ich glaube, wir sollten sie ja Ingrim gerecht begraben, wenn man versteht. Und die sind dann alles, was unter die Erde gebracht wird, steht wieder auf. In Krisenzeiten ist das durchaus angebracht und auch von der Buhornkirche abgesegnet. Ich möchte mir ungern die Mühe machen, nur damit sie sich selbst wieder ausgraben. Wenn ihr das sagt, Karina, dann vertraue ich euch da. Nun, wir haben gesehen, dass ein Grabsegen nichts bringt. Du dann eben die Reinigung durch das Feuer. Ja. Die elementare Macht wird sich ihnen annehmen. Ja gut, dann würde ich jetzt auf die Leichen zugehen und die erstmal zusammenziehen. Ja, wie gesagt, ihr könnt wohl erkennen, dass die hier Mittelreicher schon sowas versucht haben wie eine Beerdigung und dabei dann wohl auch entdeckt worden sind. Also die Spuren könnt ihr dann während euren Aufräumarbeiten dann nach und nach so deuten, dass hier wohl mehrere Schlachten stattfanden und sie mehrere Male dann überfallen worden sind, unter anderem eben auch bei der Beerdigung. Ich möchte mich von der Gruppe entfernen, während die ihre Löcher buddeln und mal diesen Spuren ein wenig folgen. Sie führen in Richtung Norden. Ja, ich kneife mir die Nase und das Ego zusammen und bewege mich dort entlang, bis ich irgendwas sehe. Leute, ein Dorf. Ja, du kannst. Willst du alleine gehen oder kommt jemand mit? Also ich werde niemandem Bescheid sagen. Ja, ihr könnt erkennen, wie Mendario nach Norden läuft. Durch die Stadt. Elfen. Halt den Schultern und helft weiter beim Aufschichten von irgendwelchem Feuerholz oder so. Ich möchte mich möglichst unauffällig bewegen, auch wenn das in der städtischen Umgebung natürlich ungewohnt ist. Keras, du glaubst, dass sich die Leichen wohl eben bewegt haben? Können wir uns beeilen? Ich würde jetzt sie gerne in den Verbrand stecken. Sehr gerne sogar. Oh, lass mich noch eben die 2 von da drüben holen. Komm auf, was mal mit an, Boltags. Ja. Nehme sogar langsam Schritte zurück und mein Blick absolut fixiert auf die Leichen. Ruck! Und immer weg damit. Auf ihm hat hier wohl sehr sorgsam aufgestapelt. Du siehst, wie sich da wohl die Hände bewegen, dann so leicht diesen Leichenberg runterrutschen. Hat sich gerade die Hand geöffnet. Gerade noch gezuckt. Hast du ein Stöhnen unter diesem Bayerberg gehört? Du spürst wohl, wie die Häuser enger werden und auf dich zuwachsen. Klemmend. Ich versuche die Augen zu schließen, tief durchzuatmen und ich halte mich hinter Raffi. Das wird noch viel schlimmer. Ja, das wird es.
Ja, weil hat Vendario die kleine Stadt verlassen, ist auf der Nordseite hinausgegangen und nach grob 500 Metern kannst du vor dir sehen, wie jemand die Hügelkuppe entlang kommt. Ein einzelner Mann, der dort entlang humpelt. Ich lege mich flach auf. Hier gibt es etwas so halb hohes Gras, oder? Also ich bin nicht mitten auf einer Pflasterstraße. Ja, also wenn du mal links und rechts abseits der Reichsstraße guckst, kannst du immer mal sehen, dass der Boden wohl weich ist, aufgeweicht und nicht unbedingt schlammig durch Regen, sondern eher als ob irgendwas im Untergrund sitzt und nach oben blubbert. Irgendwelche giftigen Dämpfe, irgendwelche Gase, die da ausströmen. Okay, also das Gebiet um dich herum ist wirklich tot. Ja, ich lege mich flach auf den Boden und spähe erstmal zu diesem Mann, den ich da sehe. Ich habe herausragende Sicht. Ja, hast du auch eine Verstecken? Verstecken. Wo habe ich sie? Habe ich's. Meine, die versteckt man sich auf flachem Grund. Nicht gut, nehme ich an. Nicht gut. Das ist gerade nicht meine Sorge. Ja, du legst dich flach auf den Boden, versuchst noch so ein bisschen deinen Umhang zurechtzuziehen. Und ach, komm, warum nicht? Machen wir ein Chamäleoni. Chamäleoni? Ja. Doch, finde ich auf alle Fälle natürlich. Ich nehme mir 7 Punkte Erschwernis, weil Pflasterstraßen nicht meine natürliche Umgebung sind. Ja. Lass mich da nur hinklicken. Du siehst, dass er ehemals als Söldner unterwegs war. Du kannst Banner erkennen, die noch auf ihm flattert, hatte Dix. Ja, die Menschen, wie sie da die Tiere darstellen, das ist nicht sehr natürlich, wie sie die dann mit ihren heraldischen Sachen dann abzeichnen. Also irgendein Tier wird es wohl sein, aber deine Zeichnungen sind natürlich wesentlich besser oder die von deiner Gruppe, von deiner Sippe. Er humpelt und du kannst erkennen, dass ihm wohl die Haare fehlen. Das liegt nicht daran, dass er eine Glatze hat, sondern dass er skalpiert worden ist und jetzt mit offenem Knochenschädel auf euch zuwankt. Aber du siehst, er lebt. Er ist nicht tot. Sieht lebendig aus und nicht fies. Also fies nach meinen Maßstäben, nicht nach normalen Maßstäben. Genau. Ich sehe sonst niemanden. Er ist alleine, genau. Alleine humpelt. Pff, ja, du guckst nochmal nach. Vielleicht hat er wohl irgendwas an seiner Hand. Die fehlt nicht, aber die Haut fehlt. Das Fleisch fehlt. Okay. Ich bin ein guter Mensch. Ich bin 11, whatever. Ich springe auf, dadurch fällt der Zauber und laufe auf ihn zu, schnellen Schrittes. Ja, wie gesagt, gerade über die Hügelkuppe gekommen, hast das kurz analysiert, hast dich versteckt. Du bist dir auch sicher, dass er dich nicht gesehen hätte, so verwirrt, wie entkräftet ist er. Also du siehst auch, dass seine Lippen komplett eingetrocknet sind, eingesunken in seinem Fleisch. Und wenn du näher kommst, kannst du ihn wohl auch hören, wie er da auf Gareti irgendwie mit sich selber spricht. Ein Weg in das Moor. Eine Birke steht. Ihre Schrift ist bleich. Grab ist nachts dunkel, nur so geräumig wie die wilde Wüste. Er murmelt ja irgendwelche unverständlichen Verse, geht einfach an dir vorbei. Taylor, was? Dann geht er mir vorbei. Ich packe ihn mal an der Schulter. Daran. Bleib stehen, guck dich an, schüttel beim Kopf, total entkräftet. Versucht dann so ein bisschen deine Hand abzustreifen, gelingt ihm aber auch nicht. Du siehst wohl, wie er mit seinen Knochenfingern nach dir greifen will, aber er kriegt sie auch gar nicht mehr geschlossen. Und mit der Tiefe. Was ist mit dir geschehen? Er torkelt wieder weiter zurück nach Süden, nach Pulet, direkt auf deine Freunde zu. Ja, ich helfe ihm dabei. Ja, okay, kannst also ihn... Ich stütze ihn ein bisschen, ich schiebe ihn auch so leicht in die richtige Richtung, wenn er droht vom Wege abzuwanken. Und sehe zu, dass ich mit ihm möglichst schnell zu den anderen zurückkomme. Möchtest du einen Zauber wirken? Ich habe keinen Balsam. Hättest du sowas wie ein, weiß ich nicht, Attributo oder so, Körperkraft zum Tragen? Ja, lass mich gucken, was ich habe. Rate, wer den Attributo nicht hat. Okay. Was bist du für ein L? Der Tiefe. Und Kiaras, gerade als du dich beruhigt hast, dein Herzschlag wird kleiner und kleiner, also beruhigt sich wieder und wird normal,
Kannst du sehen, wie zwei Personen gerade aus Norden kommen auf euch zu? Es ist der Elf, der neben einem Untoten läuft. Den Untoten auch hilft beim Gehen. Auch euch zu gehen, genau zu sein. Rafim. Nö, was? Lass mich doch noch eben den Arm hinlegen, okay? Nein, Rafim, guck mal. Oh, der Elf. Siehst du auch, dass der Elf gerade Untote zu uns bringt? Oder bilde ich mir das gerade ein? So ein Elf würde doch keine Untoten bringen. Das ist doch dieses, wie heißt dieses Wort nochmal? Dazardingen? Das Ding ist untot. Karinor, bleib mal kurz hinter mir. Ich hole mal meinen beiden Schlagringe raus. Also, und streif die mir schon mal raus. Über. Tala, er helft mir. Ihr seht den Untoten. Dieser Mensch ist verletzt. Volk. Drückt. Eben nur die Briefe. Schrei in der Nacht. Also einen Untoten habe ich noch nie reden hören. Mach's kaputt. Er sagt, er kennt einen Weg in das Moor, wo eine weiße Birke steht. Vor der Vergangenheit. Ich kenne eure Sprache offensichtlich nicht gut genug, aber ihr müsst ihm doch helfen können. Isarun, ist der untot oder nicht? Ich glaube es nicht, aber er sieht nicht gesund aus. Euch erinnert zumindest die Hand an eine andere Person, die ihr vor einigen Wochen schon erkannt hattet. Ah, wie heißt die Frau nochmal? Ein Rabenwunder war das. Er kennt doch auf alle Fälle, dass er ein grausiges Bild liefert. Also seine Haut oben an der Stirn ist abgezogen worden mit einem widerlich scharfen Messer. Könnte vielleicht auch sowas wie eine scharfe Axt gewesen sein, wo man ihm dann einfach die Haut abgezogen hat, sodass ihr dann auf die gleiche Knochenplatte blicken könnt, die da wohl auch einige Risse und Stellen hat. Und das Blut sickert und läuft da wohl an einigen Stellen so raus, hat sich dann an dem Ohr entlang getropft, ist da so ein bisschen verkrustet, schwarz und ihr könnt da wohl auch sehen, wie die Knochenplatte definitiv auch ja einiges mitbekommen hat, also auch so eine weiße Substanz, die eher zu den inneren Eitern ist es nicht wirklich, aber irgendwas von den anatomischen Lehren, irgendeine innere Flüssigkeit wird das sein, die sich da jetzt auch rauswindet. Erinnert euch das nicht auch an diese Dame, die wir getroffen hatten? Ja, die Frau von Vexarius, oder? Richtig, Argunde. Mhm. Und das scheint eine weiter fortgeschrittene Form dieses Phänomens zu sein. Könnt ihr ihm helfen oder nicht? Sie erschufen nur Asche. Wo bringt sie dorthin? In dem Schatten dieses Hauses. Nun ja, beim letzten Mal mussten wir den Arm amputieren. Ich glaube nicht, dass er eine Kopfamputation überleben wird. Ja oder nein? Ich kann nur noch einmal anbieten, was ich das letzte Mal auch schon angeboten habe, wo wir uns ja aber gegen entschieden haben.